Dein warmherziger und grundehrlicher Charakter oder einfach nur dein hinreißendes Lächeln? Ich liebe dich, Hildegard. Lieber Gott, bitte mach jetzt auch, dass da oben alles in Ordnung geht. Sonst ihr macht mich zum Deppen. So einen Schmarrn, sowas würde ich nie tun. Ah, und was nachher? Ja, ich hab doch nicht ahnen können, dass meine Hildegard so, ja, so geschamig ist. Ah, geschamig? Sollen sie ja anders reden, wenn sie eine Frau loswerden wollen. Miriam? 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 From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Weg. Miriam! Hi, Felix! Was machst du hier? Brauchst du Blumenschmuck für die Tische, oder? Ja, kannst du Gedanken lesen. Ich brauch 4 Sträuße für das Restaurant. Du, ich dachte, ich mach vielleicht eine Pause und dann könnten wir spazieren gehen. Oh. Ja, Spaziergang klingt gut. Hm. Was ist denn los? Restaurantleiter. In der Arbeitszeit? Ja, ich weiß, das ist eine ganz schlechte Arbeitsmoral, aber ich habe nur 15 Minuten Pause, die muss man nutzen. Warum willst du mich mit dem Pachmeier verkuppeln? Ich will dich nicht verkuppeln. Ich will nur deinem Glück nicht im Weg stehen. Was hat denn dieser Angeber mit meinem Glück zu tun? Ja, das ist ja wohl nicht zu übersehen, dass der in dich vernarrt ist, oder? Ja, und? Und was ist denn mit mir? Zähle ich denn überhaupt nicht? Bin ich vielleicht auch in den vernarrt? Ja, aber gefallen tut er dir. Ich glaube, ich bin. Weißt du, wer mir gefällt? Der Pfarrer. Willst du mich vielleicht mit dem auch da oben einsperren? Wie kommst du denn jetzt auf den? Weißt du, Alfons, was ich glaube? Du hast gar nicht am Magen. Du hast am Kopf. Ich glaube, du bist völlig verrückt geworden. Oder wolltest du etwa... Was? Sollte das etwa ein Treue-Test sein? Alfons, wie lange sind wir denn verheiratet? Hast du geglaubt, wenn du mich da oben in der Fürstensuite einsperrst, dass ich da gleich mit dem Erstbesten ins Bett hüpfe? Ja, sag mal, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Hildegard, jetzt beruhig dich bitte erst Nein, einmal. Ich beruhige mich nicht. Ich mache jetzt was ganz anderes. Wo willst du denn hin? Ich knöpfe mir jetzt den Pachmeier vor. Und dann werden wir ja sehen, was der sagt. Nein, bleib da. Wart. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie du duftest. Du riechst gut. Du riechst nach Bratensoße. Soll das jetzt ein Kompliment sein? Nein, wirklich. Das riecht nach lecker Essen. Ja, wie? Hast du Hunger oder habe ich dich gerade falsch verstanden? Ja, ich habe Hunger. Aber du hast mich nicht falsch verstanden. Oh. Nicht hier. Wo dann? Ich wollte dich nicht testen. Ich will da nur nicht im Weg stehen.
Einen Gefallen wollte ich dir tun. So, ein Gefallen? Ja, gewissermaßen. Auf einer besonderen Ebene halt. Ja, auf der horizontalen. Hildegard, bitte, wie sich das anhört. Ja, so hört es sich nun mal an, wenn man die Dinge beim Namen nennt. Oder was hast du gedacht, was da oben in der Fürstensuite passiert? Gedacht? Ich habe nur an dein Glück gedacht. An mein Glück? Wie rührend. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Was hat Herr Pachmeier bitte mit meinem Glück zu tun? Ach komm, ich hab doch mitgekriegt. Also hör auf jetzt! Aber abgeneigt bist du nicht. Ich hab doch Augen im Kopf. Dann kauf dir eine Brille. Für das, was zwischen dir und Herrn Pachmeier abgeht, brauche ich keine Brille. Alfons. Alfons, gut. Gut. Nehmen wir mal an. Oh mein Gott, das ist alles so absurd. Nehmen wir mal an, es wäre so. Warum, bitteschön, kämpfst du nicht um mich? Warum überlässt du mich denn diesem Windhund? So darfst du es wirklich nicht sehen, Hildegard. So? Wie soll ich es denn dann sehen? Du hast uns ja sogar die Fürstensuite gemietet, damit wir es recht schön kuschelig haben. Bedeute ich dir denn so wenig? Natürlich nicht, aber mein Verstand sagt mir das. Dein Verstand? Ich glaube, deinen Verstand hast du unterwegs irgendwo liegen lassen. Anders kann ich es mir überhaupt nicht erklären. Guck doch mal hinter der Rezeption nach. Vielleicht liegt er da und ruft ganz leise. Alfons! Fertig? Ja, wir können. Wo ist eigentlich Samia? Spazieren. Sie will nicht mehr kommen zum Flughafen. Ach, ist auch besser so. Das gibt nur ein Riesengeheule. Ja, das finde ich auch besser so. Also komm, geh mal. Hast du dich verletzt? Ach, nur ein bisschen vertreten. Das ist nicht weiter schlimm. Sicher? Das sieht aber nicht so aus. Nein, es ist alles halb so wild. Moment. Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Was ist denn passiert? Ich bin auf der Treppe umgeknickt, aber ich muss ja nicht nach Afrika laufen. Komm, setz dich mal dahin, das schaut mir erst mal an. Da, aufs Sofa. So, jetzt gib mir deinen Fuß. Eieiei. Haben Sie heute nicht frei? Ich hab's mir anders überlegt. Na gut, bringen Sie mir mal die Kapern. Wenn Sie mich schon so nett bitten. Seit wann gehören denn da Kapern rein? Seit heute. Die Möhren bräuchte ich auch. Sie hatten mir freigegeben. Vielleicht haben Sie das schon vergessen. Eigentlich hätten Sie ganz ohne mich auskommen müssen. Also hetzen Sie mich auch nicht rum. Ja, aber jetzt sind Sie schon da. Also schneiden Sie die Dinger gefälligst klein. Vielleicht kann das auch jemand anders machen. Der Herr Chefkoch zum Beispiel. Sie können doch sowieso immer alles am besten. Ich hoffe, ich habe mich verhört, oder? Denn wenn ich sage, Sie schnippeln, dann schnippeln Sie. Ist das klar? Mir ist nur klar, dass hier jeder denkt, der kann mit mir machen, was er will. Das reicht mir jetzt allmählich. Schon gut, Frau Sonnenbichler. Ich meine, man kann ja heute richtig Angst vor Ihnen kriegen. Wir wollen ja nicht um jede Möhre eine Grundsatzdiskussion führen, oder? Sonst bekommen die Gäste da draußen nämlich nichts zu essen. Riechst schon wieder so gut. Jetzt sag bitte nicht wieder nach Bratensoße. Ah, Schluss jetzt. Die Pflicht ruft. Ah, ich habe nichts gehört. Ich habe gar nichts gehört. Außerdem kann das Restaurant mal ein paar Minuten auf mich verzichten, oder? Das waren nur ein paar Minuten. Das hat sich so lang angefühlt. Das war viel zu kurz, war das. Aber nein. Ein gewissenhafter Restaurantleiter geht jetzt zurück an die Arbeit. Ja, ein gewissenhafter Restaurantleiter schon. Ja, okay, hast du recht. Hast du recht. Bis später. Mhm.
Das sieht aber gar nicht gut aus. Ach, das ist nicht weiter schlimm. Aber siehst du nicht, dass er geschwollen ist? Ach, was? Damit kannst du unmöglich ins Flugzeug steigen. Ich muss aber. Vera, der muss gekühlt werden. Dafür habe ich keine Zeit. Du kannst genauso gut einen Flug später nehmen. Ich rufe jetzt erstmal Dr. Bergmeister an. Du setzt dich wieder dahin. Der soll sich den Fuß anschauen. Vorher kommst du mir nicht aus dem Haus. Was unbedingt sein muss. So nahe waren wir uns schon lange nicht mehr. Felix ist so zärtlich. Und Gott sei Dank hat er Robert nicht entdeckt. Oh, die sind noch da. Außer denen, die wir schon durchgesprochen haben. Das heißt, er will, dass ich weitermache. Trotz aller Probleme und Heimlichkeiten. Ob das wirklich funktioniert. Hey Miriam. Tanja, was gibt's? Ich brauche ganz dringend Blumen für die Gästezimmer. Welche darf ich nehmen? Was auch immer du willst. Gut. Ich habe gehört, deine Symphonie der Sinne war sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das war wirklich ein Erfolg. Am besten ist ja, dass du mit Robert zusammenarbeitest. Ihr versteht euch wieder richtig gut, ha? Ja, es hat ganz gut funktioniert. Und du hast Spaß gehabt. Mir entgeht nämlich nichts. Ihr seid das Dreamteam von früher, gell? Tanja, worauf willst du hinaus? Das war einfach nur ein Job, mehr nicht. Ja? Ich meine, du bist ja immerhin eine verheiratete Frau. Ja, ganz genau. Und deswegen, egal was du denkst, vergiss es. Ja, wie kommst du denn darauf? Weil ich dich kenne. Du, ich glaube, ich nehme Rosen. Das sind doch die Blumen der Liebe, oder? Was meinst du? Klar, nimm doch die Rosen. Aber ich muss dir nicht sagen, dass sie Dornen haben, oder? Echt? Danke. Sie hat gemeint, ich will ihre Treue testen. Ach du lieber Himmel. Und dass ich um sie kämpfen soll, hat sie gesagt. Da hat sie recht. Und mit dem Baumeier will sie auch reden. Das hört sich nicht so gut an. Ach Gott. Was soll ich denn jetzt tun? Son Michael, lassen Sie mich bitte außen vor. Ja, Sie wissen, was ich von der Sache halte. Ja. Aber Herr Doktor, Sie reden bitte mit niemandem drüber, ja? Leicht fällt mir das nicht, das können Sie mir glauben. Und ich schweige nur, weil ich dazu verpflichtet bin. Die Hauptsache ist, dass der Pachmeier immer noch von der Hildegard, naja, angetan ist. Meinen Sie nicht? Herr Sonnmichler, Sie haben wirklich mein ganzes Mitgefühl. Aber mein Verständnis für das, was Sie tun, können Sie nicht erwarten. Und wenn Sie einen Rat von mir haben wollen. Ach, Sie hören ja doch nicht auf mich. Nett. Entschuldigung, ich muss in die Praxis. In solchen Dosen hat Robert früher Würmer oder Käfer ins Haus geschmuggelt. Hallo. Ich bringe Robert einfach nur ein paar Senfsamen für die Küche. Miriam, ich finde es großartig, dass du Robert deine Nase leihst. Ja, er hat's mir erzählt. Also wenn das klappt, Miriam, dann sind wir dir zu großem Dank verpflichtet. Nein, nein, ich bin es Robert schuldig. Da brauchst du mir nicht dankbar sein. Das ist aber keine Kleinigkeit, auf die du dich da einlässt. Ich tue es aber gern. Trotzdem möchte ich mich erkenntlich zeigen, Miriam. Du willst mich doch nicht bezahlen. Es ist doch normal, dass man für seine Arbeit entlohnt wird. Nein, das kommt nicht in Frage. Doch, zu viel Großzügigkeit kannst du dir nicht mehr leisten. Werner, vielleicht fällt mir doch was ein. Ja? Pass auf. Samia, warte mal. Was machst du denn noch hier? Du wolltest doch Mama zum Flughafen bringen. Die habe ich gerade zum Dr. Bergmeister gebracht. Ist was passiert? Nein, keine Angst, nichts Schlimmes. Sie hat sich nur am Fuß verletzt. Ja, eben auf der Treppe, ich weiß. Was, du warst dabei und hast nichts unternommen? Es war doch nichts Schlimmes. Schafft sie einen Flug überhaupt noch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, sie soll einen späteren Flug nehmen. Außerdem ist der Fuß geschwollen, sie hat ziemliche Schmerzen. Ehrlich? Also bei mir hat sie noch so getan, als wäre alles okay. Ja, bei mir auch, aber sie wollte trotzdem fliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Fuß gebrochen ist. Hoffentlich bringt das kein Unglück. Unglück? Wieso Unglück? Ich denke, das ist eher Glück, dass es hier passiert ist.
Wer weiß, wie das in Afrika behandelt wird. Ja, klar. Weil Gregor ist ja auf jeden Fall in guten Händen. Ja, das sehe ich auch so. Leute, das Filet kann in 2 Minuten raus. Robert, ich muss mit dir sprechen. Du hast die faszinierende Gabe, immer im falschen Augenblick aufzutauchen. Nur kurz. Es geht um das hier. Miriam hat es mir gegeben. Die Geschmacksproben. Damit Felix nichts merkt. Das machen wir von jetzt an immer so. Was machen wir von jetzt an immer so? Ich bin der Kurier zwischen Küche und Gewächshaus. Spinnst du? Das geht doch niemals gut. Ich bitte dich. Wieso denn nicht? An mir soll's nicht liegen. Wie bitte schön soll ich erfahren, was ich zu korrigieren habe? Miriam, schreib's dir auf. In diesen Dosen findest du alles, was du brauchst. Das ist genial. Leute, die Mandelsuppe kommt eine Prise Safran. Groß das, mein Junge. So gefällst du mir. Tut mir leid, Frau Bothe, aber das sieht nach einem Bänderriss oder Anriss aus. Ja, aber ich kann trotzdem fliegen, oder? Also so geschwollen, wie der Fuß ist, das ist keine gute Idee. Ich gebe Ihnen mal einen Verband mit schmerzstillendem Gel und dann sollten Sie den Fuß auf jeden Fall die nächsten paar Tage hochlagern und gut kühlen. Aber das geht nicht, mein Flug. Den müssen Sie verschieben. Sie können den Fuß auf keinen Fall belasten. Ja, aber im Flieger, da belaste ich den Fuß doch gar nicht. Aber Sie müssen erst mal in den Flieger reinkommen. Und da ist es ja so eng drin, wie wollen Sie den Fuß da hochlagern? Und in Afrika, wer soll sich da um Sie kümmern? Haben Sie da jemanden? Frau Obote, mir ist schon klar, warum Sie wieder zurück wollen. Aber Sie sollten erst mal hier bleiben. Wie meinen Sie das? Samir hat mit mir gesprochen. Und sie hat angedeutet... Was ist sie? Samir hat es... Ah, Moment, Moment. Erzählt? Moment. Sie macht sich Sorgen um Sie, Frau Bothe. Ja, ich habe mich in den falschen Mann verliebt. Das tut mir leid. Aber Johann darf es auf gar keinen Fall erfahren und Elisabeth auch nicht. Von mir erfährt keiner was. Haben Sie eigentlich eine Krankenversicherung? Ja, Elisabeth hat sowas für mich abgeschlossen. Gut, ich würde Ihnen nämlich gerne eine Überweisung zum Orthopäden mitgeben. Der sollte den Fuß auf jeden Fall röntgen. Nicht, dass der Knochen auch was abbekommen hat. Hallo Miriam. Hi. Na, du bist ja spät dran mit deinem Mittagessen. Ja, ich kam einfach vorher nicht dazu und ich hatte Glück und es gibt noch was von der Suppe. Darf ich? Ich habe gehört, dass ihr so einen großen Erfolg hattet mit eurer Veranstaltung. Ich gratuliere euch beiden. Danke. Was darf ich Ihnen bringen? Dankeschön, ich möchte nichts. Ja, schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber ich glaube, es ist besser so. Robert hat immer noch Probleme mit mir. Was ist denn das für eine Suppe? Das ist eine Mandelsafransuppe. Bestell dir doch einen. Nein, danke. Ich habe schon gegessen. Ja, gut, aber dann probier wenigstens. Mh, das ist köstlich. Ja, das denkt man gar nicht, aber Mandel und Safran passen einfach perfekt zusammen. Wirklich? Na, dann scheint eure Zusammenarbeit ja gut zu klappen. Wobei ich mir vorstelle, im Tagesgeschäft ist das nicht so einfach. Wie kommst du jetzt darauf, dass wir immer noch zusammenarbeiten? Dachte ich. Nein. Nein, nein, nein. Wir haben einfach nur die Symphonie der Sinne zusammen gemacht und das war's dann auch. Ah ja. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Guten Appetit weiterhin. Ich muss los.
Wollen Sie etwa abstreiten, dass Sie den Befund vertauscht haben? Das ist eine Sauerei. Ich werde dafür sorgen, dass mir Ihr Labor zumacht. Was machen Sie eigentlich, junger Mann? Sind Sie Page oder Portier? Beides, junge Dame. Flexibilität ist das oberste Gebot in diesem Haus. Wissen Sie eigentlich überhaupt, mit wem Sie reden? Naja, auf Ruhe scheint man in Ihrem Haus ja keinen großen Wert zu legen, oder? Beleidigungsklage. Das ist mir wurscht. Ich bleib dabei, dass mir Ihr Labor zumacht. Hallo? Willst du mal einschreiten? Also habe ich letztens schon längst was gemacht. Das ist menschenverachtend. Die Presse wird Sie freien, wenn Sie von der Geschichte hört. Moment! Kann man denn noch mal in Ruhe telefonieren? Ja, Ruhe ist genau das Stichwort. Wenn Sie etwas leiser telefonieren könnten, die Gäste fühlen sich, glaube ich, gestört. Hm? Ja, okay. Sie hören von mir. Da muss er mir da krank platzen. Ja, das meine ich, aber wenn er etwas leiser platzen könnte, wäre das super. Mit den Laborgangster kannst du nicht leise reden, das versteckert ihn nicht. Herr Pachmeier, ja. Könnte ich Sie vielleicht mal einen Moment sprechen? Ja, freilich, für Sie, allweil. Ich kann mir schon denken, was wollen. Glauben Sie mal, mir tut es auch leid, wie das alles gelaufen ist. Nein, Sie müssen sich wirklich nicht entschuldigen. Das ist einzig und allein die Schuld von meinem Mann. Sie wissen also, dass der Alte... Ja, ich weiß es. Und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie sich das vielleicht erklären können, warum er das macht. Na ja, dann müssen Sie ihn schon selber fragen. Ja, das habe ich auch gemacht, aber dabei ist gar nichts rausgekommen. Ich verstehe ihn nicht mehr. Ja, der wird schon seine Gründe haben. Der... Ich weiß es nicht. Er hat sich so verändert. Ja, meins. Leben ist voller Überraschungen. Also ich sehe das nicht so negativ. So haben wir auch die Chance gehabt, uns ein bisschen näher zu kommen. Herr Pachmeier, dass das klar ist. Auch wenn ich meinen Mann im Moment nicht verstehe. Aber ich bleibe ihm treu. Ja, das geht mir ja zeitlang. Hey, neue Schuhe? Ja, und ich habe auch schon ein paar Blasen. Oh, bin ich froh, wenn ich die ausziehen kann. Ich habe übrigens gerade was ganz Interessantes mitbekommen. Ja, erzähl. Barbara von Heidenberg hat gerade die Mandelsuppe mit Safran probiert. Ja, die übrigens ausgezeichnet schmeckt. Und dabei zu Miriam gesagt, sie fände es toll, dass die Zusammenarbeit zwischen Miriam und Robert so gut klappt. Im Tagesgeschäft. Oh, nicht schlimmer als enge Schuhe. Worauf willst du hinaus? Miriam hat merkwürdig reagiert. Erschrocken, so, ja, so als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Sag mal, hältst du es für möglich, dass... Bitte, bitte, keine Spekulationen. Mir kam es vor, als wenn Barbara von Heidenberg voll ins Schwarze getroffen hätte. Gibt dir das nicht zu denken? Miriam hat mir versprochen, dass sie nie wieder mit Robert zusammenarbeitet und ich glaube ihr. Und warum spricht Barbara von Heidenberg von einem Tagesgeschäft oder einer Zusammenarbeit, wenn es überhaupt gar keine gibt? Okay, warum sollte Miriam Robert in der Küche helfen? Sie kennt sich hervorragend mit Düften aus, aber sie hat keine Ahnung von gehobener Küche. Ich fand ihre Reaktion seltsam. Und deswegen wollte ich mit dir darüber reden. Hör auf, die Gedanken über die Heidenberg zu machen, die redet viel, wenn der Tag lang ist. Zwischen Miriam und mir stimmt alles. Hoffen wir es. Probier mal. Käsegebäck aus der Küche des Fürstenhofs. Wirklich gut. Das neues Rezept. Ist lecker. So erstaunlich, was Robert zustande bringt, obwohl er nichts mehr riechen kann. Ja, kommt hier eben seine Erfahrung zugute. Und Miriam? Oder willst du mir erzählen, dass Robert seinen Standard halten könnte ohne Hilfe? Hier bleibt aber auch nichts verborgen. Ja, er braucht Miriam. Und warum erzählt sie mir dann, dass sie und Robert nicht mehr zusammenarbeiten? Weil Felix davon nichts merken soll. Robert ist für ihn immer noch ein rotes Tuch. Und Miriam will keinen Streit in ihrer Ehe. Meine Tochter hat Geheimnisse vor ihrem Mann. Das ist nicht gut. Vorsicht, Barbara. Du hältst dich da raus. Wie kommst du denn darauf? Robert hat schon schwer genug. Er braucht ja nicht noch Ärger mit Felix. Ja, stimmt. Es ist schlimm, dass er nur noch mit fremder Hilfe kochen kann. Eben. Und bei diesem Thema verstehe ich keinen Spaß. Es ist doch gut, dass ich Bescheid weiß. Dann kann ich darauf achten, dass Felix nichts erfährt. Ja, das wäre nett.
So bin ich eben. Ist nur schade, dass ich das hier noch nicht so rumgesprochen hat. Tut mir leid, ich wollte dir nichts unterstellen. Aber in der Vergangenheit ist zu viel passiert. Da wird man vorsichtig. Ich will Robert nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Ich würde eine Menge dafür tun, damit unser Verhältnis endlich besser wird. Tja, aber Robert leider nicht. Trotzdem, ich schätze ihn. Das musst du mir glauben. Schade, dass er mich so ablehnt. Tja, es könnte alles so schön sein. Aber die beiden Menschen, die mir am wichtigsten sind, die verstehen sich einfach nicht. Ja. Ist wirklich immer schade. Du hast ja wieder deine alten Schuhe an. Ja, in den neuen habe ich mehr Blasen gelaufen. Tun dir die Füße weh? Sollen wir uns hinsetzen? Nein, nein, geht schon. Ich muss dich was fragen. Was denn? Ist wegen Victoria. Ich habe sie vorhin im Restaurant gesehen. Ich glaube, sie ist immer noch ziemlich sauer auf mich. Tja, sie ist noch nicht über die Trennung mit Robert hinweg. Deswegen vielleicht. Aber darum geht's gar nicht. Victoria hat was aufgeschnappt. Geht das etwas genauer? Ja. Sie glaubt, dass du weiterhin mit Robert zusammenarbeitest. Wie kommt sie denn darauf? Sie hat gehört, wie Barbara dir gegenüber sowas vermutet hat. Du kennst doch Barbara. Sie versucht immer, überall Unfrieden zu stiften. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass da nichts dran ist. Wenn Victoria sowas denkt, kann ich das auch nicht ändern. Felix. Warum vertraust du mir nicht? Ich hab doch gar nichts gesagt. Aber gedacht? Können wir das bitte hinter uns lassen? Bitte. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, aber das ist nicht leicht. Ich versuch's. Keinen Sinn. Vielleicht hat Victoria Felix doch verunsichert. Warum muss sie auch ständig Salz in die Wunden streuen? Robert. Kannst du sprechen? Ja, ich bin allein. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Nein, nein, ich lese noch. Gut. Ich wollte mich nochmal bedanken für deine Hilfe. Es hat toll funktioniert. Die Mandelsuppe mit Safran war ein Renner. Schön. Das freut mich. Nur, ich fürchte, Felix ist skeptisch geworden. Wieso? Victoria hat mit ihm gesprochen. Sie denkt, dass wir immer noch zusammenarbeiten. Ja, womit sie auch nicht Unrecht hat. Was sagt denn Felix dazu? Er tut so, als wenn er mir vertraut, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, er wird stinksauer, wenn er rausfindet, dass wir noch zusammenarbeiten. Ja, das fürchte ich auch. Felix muss sicher sein, dass ich Distanz zu dir halte. Wie willst du ihm das beweisen? Ich hätte da vielleicht eine Idee. Sag schon. Ist die Morgenzeitung schon bei dir? So früh? Bei mir ist sie schon da und in schau mal auf Seite 3, da steht eine ganz tolle Lobeshymne über uns.
Wahnsinn. Die schreiben, wir sind ein Traumpaar. Ja. Also, wenn du mich morgen siehst mit Felix, dann musst du wegen des Artikels fordern, dass wir weitermachen. Was soll das bringen? Ich werde ablehnen. Und dann wird Felix beruhigt sein. Miriam, ich weiß nicht. Das ist doch glatt gelogen. Ja, das weiß ich auch. Aber mir fällt einfach nichts anders ein. Okay. Dann machen wir es so. Gemeindeordnung, Punkt 4, Paragraph 5, Absatz 3a. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Na, auf geht's, oder soll ich in der Bus gehen, Aufdrucker? Herr Sonnlicher, gut, dass ich einer sieg. Jetzt kommen Sie mal her da. Ja, geht doch, oder? Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan, die ganze Nacht, zwingst du ihrer bläden Geschichte da. Ja, also, auch wenn das gestern mehr als blöd gelaufen ist, Herr Baumeier, das ist, das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt alles... Grüß Gott. Das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Ich meine, wir müssen uns halt was Neues überlegen. So. Und was bitteschön? Ja, können Sie sich denn überhaupt vorstellen, noch weiterzumachen? Ja, ich schon. Oh, das nutzt doch nichts, wenn Ihre Frau kein Interesse hat. Ja, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Die Hildegard hat Interesse. So. Hat aber eine komische Art, das zum Zwang. Ich kenne doch meine Frau. Ich meine, bei dir geht das alles nicht so schnell, selbst wenn sie was selber will. Echt? Also da braucht man einen langen Atem. Na, den hat er. Aber am Ende mache ich noch meinen letzten Schnauf und die sagt aber noch nein. Sie darf er jetzt nur nicht aufgeben. Man muss die Tatsachen ins Auge schauen, das sage ich alle. Das hat keinen Sinn. Die Frau wird sie nie verlassen. Ja, die Hildegard ist halt einmal ein ganz treuer Mensch. Also ich sehe jetzt nur eine einzige Möglichkeit. Und die wäre? Sie müssten sie verlassen und nicht umgekehrt. Was, ich? Ja, wer mag denn da ein neues Leben anfangen? Ha? Sie oder ich? Ich nimmer. Was haben Sie gesagt? Nein. Ihr lassen Sie halt einmal, lassen Sie eine Andeutung fallen daheim. Sagen Sie irgendwas, damit es aufwacht, damit es die Gefahr wittert. Was denn für Andeutung? Ich wüsste überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Lassen Sie sich was einfallen. Sie haben doch eine Fantasie. Die Frauen, die haben doch den siebten Sinn, den achten haben sie auch noch. Die merken gleich, wenn was faul ist. Und dann machen sie ein bisschen ein freches Gesicht, dann haut das schon hin. Ja, da muss ein Schwung reinkommen, sonst zieht es das nur über Jahre. Wir werden auch nicht jünger. Guten Morgen. Wie geht's? Ach, ich liege hier und kann nichts machen. Du Arme. Wie wär's mit einem Kaffee? Johann hat schon welchen gemacht. Ah. Tut's denn auch sehr weh? Ziemlich. Es wird sicherlich ein paar Tage dauern, bis du wieder fit bist. Aber ich schaue schon mal im Internet, wie es mit den Flügen aussieht. Ja? Wir wissen doch noch gar nicht, wie lange das hier dauert. Dr. Bergmeister wollte sich nicht festlegen. Wir warten einfach, bis das Schlimmste vorbei ist und dann kurierst du dich zu Hause so richtig aus. Du kannst es gar nicht abwarten, bis ich weg bin, was? Du weißt genau, wie gern ich dich bei mir habe. Es sind einfach nur die Umstände. Dieser blöde Bänderriss. Denkst du, ich habe mich absichtlich verletzt, damit ich in Johanns Nähe bleiben kann, oder was? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht bewusst. Was unterstellst du mir? Denkst du, das ist ein Vergnügen, so eine Verletzung? Nein, hast ja recht. Unbewusst. Und übrigens, musste das sein? Was? Musstest du Dr. Bergmeister von meinen Gefühlen für Johann erzählen? Das war so peinlich. Tut mir leid. Gregor ist ein guter Freund. Und mit irgendjemand muss ich darüber meine Gefühle reden. Ja, aber nicht über meine.
recht, ich hätte meinen Mund halten sollen. Aber mach dir keinen Kopf, Gregor erzählt niemandem was. Das hoffe ich doch sehr. Ah, Vorsicht. Das wird schon wieder. Ist das nicht toll? Schau dir das an. Eine bessere Reklame könnte man sich doch gar nicht wünschen. Ne? Ah, Miriam, da bist du ja. Morgen. Guten Morgen. Sieh dir das an. Die Presse hat uns über den grünen Klee gelobt. Eine Veranstaltung wie die Symphonie der Sinne sucht in der Gastronomie ihresgleichen. Der Fürstenhof ist damit zum Trendsetter im Eventbereich geworden. Ja, und jetzt hier unten. Schaut dir das an. Hier. Das Traumpaar der sinnlichen Wahrnehmung. Das Traumpaar der sinnlichen Wahrnehmung. Das ist doch grandios, findest du nicht auch? Ja. Ihr habt hart gearbeitet und den Erfolg habt ihr euch wirklich verdient. Ja, es war wirklich harte Arbeit. Aber wenigstens hat es sich gelohnt. Ja, erst recht, wenn wir die Veranstaltung wiederholen. Ich meine, nach so einem Erfolg wäre das verrückt, wenn wir das nicht machen würden. Es tut mir leid, Robert, aber es wird keine zweite Veranstaltung geben. Das ist ein Witz. Das kann nicht dein Ernst sein. Robert, es tut mir wirklich leid, aber so war's abgemacht. Ja, aber da wussten wir doch noch nicht, dass wir so gute Presse bekommen. Trotzdem. Gut, dann behalte das Exemplar als Erinnerung. Danke. Und danke für dein Verständnis. Ja, schon gut. Obwohl ich es wirklich schade finde. Ich bin stolz auf dich. Danke. Deine Mutter musst du nicht decken. Der ist der Appetit vergangen. Sag mal, was war denn los? Warum hat sie denn geweint? Frag sie lieber selbst. Das habe ich getan, aber sie hat es mir nicht verraten. Samia, was hast du zu ihr gesagt? Nichts. Ich hatte gestern schon so ein komisches Gefühl, so als ob du sie loswerden wolltest. Das hast du dir eingebildet. Du bist ziemlich undankbar. Sie hat es nicht verdient, so schlecht behandelt zu werden. Da musst du was falsch verstanden haben. So? Und warum weint sie dann? Und warum wollte sie nicht hier unten bleiben? Nur weil du so herzlich zu ihr bist? Vielleicht hatte sie Schmerzen. Ja. Ihr tut es in der Seele weh, dass du ihr das Gefühl gibst, hier nicht willkommen zu sein. Du würdest es doch am liebsten in den nächsten Flieger setzen, hm? Wenn ich gewusst hätte, wie schlecht du deine Mutter behandelst, dann hätte ich mir das mit der Vaterschaftsgeschichte noch mal überlegt. Also gut, ja, ich will, dass meine Mutter abreist. Aber nur, damit sie hier keinen Schaden anrichtet, nicht, weil ich herzlos oder undankbar bin. Schaden? Schaden? Was für ein Schaden? Wenn ich undankbar bin, bist du blind. Hast du denn wirklich noch nicht gemerkt, dass sie sich in dich verliebt hat? Erinnerung. Mhm. Übrigens, danke. Hattest du etwa Zweifel? Naja, nach Victorias Vermutung. Ich habe schon gedacht, dass du wieder weiterarbeiten würdest mit Robert. Aber das ist jetzt vorbei. Sag mal, musst du dich nicht umziehen? Du musst doch ins Restaurant. Das stimmt. Kommt das Bild ins Fotoalbum? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee.
ich hoffe, du denkst dabei nicht an mich. Felix? Du hättest mal sein selbstzufriedenes Lächeln sehen sollen, als Miriam mir eine Abfuhr erteilt hat. Ich hätte ihm fast eine verpasst. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Ich meine, diese Komödie, die wir spielen, die ist sowas von mies. Ja, es gibt sicher Angenehmeres. Ich hätte Miriam nicht so schnell aufgeben dürfen. Ich hätte mehr um sie kämpfen müssen. Du meinst, dann wäre alles anders gelaufen? Vielleicht. Du darfst jetzt nicht aufgeben, Robert. Miriam nimmt eine Menge auf sich für dich. Für mich? Was nutzt mir das? Sie ist verheiratet. Aber du bist ja immer noch wichtig. Würde sie sonst diese Sache mit dir durchziehen? Hinter dem Rücken ihres Mannes? Das ändert leider nichts an der Tatsache, dass sie einen Ring am Finger hat von einem anderen Mann. Ihr habt ein Geheimnis zusammen. Das schafft Nähe. Und gleichzeitig Distanz zu Felix. Du musst jetzt am Ball bleiben. Weißt du, was du da von mir verlangst? Ich soll Miriams Ehe kaputt machen. Ach, Robert, eine Ehe kann man nur kaputt machen, die nicht mehr existiert. Deine Chancen stehen doch gut. Ich kann das nicht. Ich will Miriams Vertrauen nicht missbrauchen. Du weißt nicht, was du willst. Doch, ich weiß, was ich will. Ich will glücklich sein mit Miriam. Aber nicht, weil ich gegen Felix intrigiert habe. Ja und? Gegen wen kämpfst du dann? Gegen mich selbst. Ein zweiter Helm? Machst du eine Tour? Nimmst du den Xaver mit? Nein, den Xaver nicht. Willst du etwa mit uns die Tour machen? Nein, mit dir auch nicht. Ja, aber für wen ist denn dann der zweite Helm? Der ist für jemand anders. Für wen denn? Für eine andere halt. Wie, für eine andere? Ja, für eine andere Frau. Für eine andere Frau? Ja. Ach so. Nimmst Marie mit? Oder Tanja? Ach, ich weiß schon, deine Cousine Bärbel. Weder noch. Also gut, dann muss ich dir halt direkt sagen, Hildegard, ich habe eine Freundin. Und mit der mache ich eine Tour und jetzt weißt du es endlich. Du hast eine Freundin? Du? Oh, Alfons. Anfang 30, Figur wie Claudia Schiffer, lange blonde Haare bis hier hinten hin. Alfons, hör mal. Was habe ich nur angerichtet? Es fällt mir so schwer, Felix vorzuspielen, dass ich Robert nicht mehr helfe. Aha. Neben den Bergen klingt die Symphonie der Sinne. Schön. Bis später. Felix? Ja? Ich muss noch kurz mit dir reden. Bitte setz dich. Umwerfende Neuigkeiten? Oder warum muss ich mich setzen? Also, schieß los. Worum geht's?
Ich habe dich angelogen. Nach der Veranstaltung, ich habe Robert weiterhin beim Kochen geholfen. Du hast mir versprochen, dass du mich... ich weiß. Warte mal, vor einer halben Stunde gerade noch hast du Robert abgesagt. Du hast ihm abgesagt. Das stimmt. Es tut mir leid. Aber ich muss Robert helfen. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin? Dann mache ich es trotzdem. Ich weiß, warum Sie dagegen waren. So. Weil es nicht Ihre Idee war. Frau Dermann, das stimmt nicht. Ich wusste nur bereits, dass die Familie Saalfeld keine weitere Veranstaltung wünscht. Wie gut, wenn man die richtigen Kontakte hat. Herr Sonnbichler, Ihre Frau. Also, auf geht's. Du, jeden Tag mit Robert, von morgens bis abends in der Küche. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann. Los, ich weiß es nicht. Sonnbichler. Ich hab die Kiste doch gerade erst repariert. Jetzt springt schon echt.